Servus und willkommen bei eurem Hapke und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie man einen leckeren Zwiebelkuchen macht. Also bleibt dran und schaut rein. Zuallererst messen wir uns 500 Gramm Mehl ab. Dann nehmen wir normales Weizenmehl. Anschließend benötigen wir 21 Gramm Hefe, das entspricht einem halben Block von frischer Hefe. Ihr könnt auch alternativ Trockenhefe holen. Guckt dazu dann auf der Rückseite, wie viel Trockenhefe ihr benötigt, im Verhältnis, dass ihr auf 21 Gramm kommt. Das Ganze noch ein wenig salzen, 2 Esslöffel Olivenöl hinzu. Und mit 250 Milliliter lauwarmes Wasser auffüllen. Sobald wir alle Zutaten drin haben, geben wir die Schüssel an eine Knetmaschine und kneten alles zu einem schönen glatten Teig. Das dauert ein paar Minuten. Guckt da auch nach der Gebrauchsanweisung, wie schnell, wie stark ihr eure Knetmaschine einstellen dürft. Und sobald ihr einen schönen glatten Teig habt, löst er sich vom Rand und vom Knethaken ohne irgendwelche Reste. Das ist ein Zeichen dafür, dass er gut ist. Ein Tuch drüber und mal mindestens 5 bis 6 Stunden ruhen lassen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns schon mal um den eigentlichen Zwiebelkuchen bzw. um die Füllung davon. Dafür benötigen wir einige Zwiebeln. Zwischen 500 Gramm und 1 Kilo, je nachdem wie groß eure Form ist, könnt ihr da variieren. Wir schälen erst einmal alle Zwiebeln. Und sobald wir das gemacht haben, schneiden wir uns die in schöne feine Scheiben runter. Dafür halbiert ihr die Zwiebeln und wie hier im Video zu sehen, einfach fein runterschneiden. Wie immer auf eure Finger aufpassen. Ein scharfes Messer ist von Vorteil, dann brennt es auch nicht so sehr in den Augen. Also guckt, dass ihr eure Messer parat habt für die Zwiebelorgie. Wenn wir das alles gemacht haben, geben wir die separat erstmal in eine Schüssel rein. Danach kümmern wir uns um die Soße. Dafür benötigen wir 2 Becher Schmand, a 200 Gramm, also insgesamt 400 Gramm. Schön auskratzen mit so einer Teigkarte, um auch nichts zu verschwenden. Anschließend geben wir noch ein Pack Sahne hinzu, auch 200 Gramm standardmäßig. Danach noch 2 Eier, einfach aufschlagen und rein damit. Die machen wir rein, dass das Ganze auch stockt und uns später nach dem Backen nicht wegläuft. Das Ganze würzen wir dann mit etwas Salz. Paprika edelsüß. Da könnt ihr auch Geräucherten nehmen, etwas Muskatnuss. In diesem Fall frisch gerieben, würde ich euch auch empfehlen. Gibt einfach mehr Aroma. Und frisch gemahlenen Pfeffer. Hier einmal im Schnelldurchgang durch den Mörser gejagt. Alternativ könnt ihr natürlich auch Pfeffer aus der Pfeffermühle holen oder schon fertig gemahlenen. Das ist ganz euch überlassen. Dann vermengen wir das Ganze. Schmecken es natürlich noch ab. Wenn eure Eier frisch sind, braucht ihr da auch gar keine Bedenken haben. Einmal kurz probieren und dann passt es. Wenn ihr euch unsicher seid, lasst es einfach. Gut, dann als letzten Vorbereitungsschritt oder als vorletzten erhitzen wir uns in einer Pfanne erst einmal ein bisschen Öl.
und geben den Speck hinzu. Ihr könnt das Ganze natürlich auch ohne Speck als vegetarische Alternative machen. Ich habe mich hier für die herzhafte Variante entschieden. Braten den Speck schön an. Sobald er anfängt, schön goldbraun zu werden, geben wir die Zwiebel hinzu. Auch diese schwenken wir nochmal mit an, bis sie schön glasig sind. So wie das hier zu sehen ist. Würzen tun wir dann nichts. Dafür haben wir ja unsere Soße gewürzt. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Vorbereitungsschritt. Dafür ölen wir uns erstmal unsere Backform ein, die wir uns auserkoren haben, um den Zwiebelkuchen überhaupt zu backen. Alle schön gleichmäßig verteilen, am besten mit so einem Pinsel. Der kann auch natürlich aus Borsten sein. Und muss nicht zwingend aus Silikon sein. Ne? Also das ist euch überlassen. Dann melieren wir die Form. Auch da gucken, dass wir alle schön gleichmäßig dick haben, so wie es da zu sehen ist, und dass auch alles in den Ecken ist. Das Mehl können wir auf der Arbeitsfläche verteilen, dann brauchen wir da nicht noch mal welches, um den Teig auszurollen. Darum kümmern wir uns nämlich anschließend. Teig aus der Schüssel raus nach seiner Teigruhe, wie gesagt, 5 bis 6 Stunden würde ich euch empfehlen. Dann kneten wir uns den schon mal zu so einem Ballen vor, dass er sich später besser ausrollen lässt. Verteilen das Mehl dann noch ein bisschen auf der Arbeitsfläche. So wie ihr es hier seht. Und dann rollen wir uns den relativ gleichmäßig in alle Richtungen aus. Der sollte dann am Ende noch so, ich sag mal, zwischen einem halben und einem Zentimeter dick sein. Wie gesagt, das Ganze schön gleichmäßig ausrollen, dass er ja rund bleibt natürlich. Ab und zu dann auch mal drehen. Ihr seht hier im Video, er zieht sich immer wieder so ein Stück weit zurück. Ist ein gutes Zeichen, dass er schön elastisch ist. Dann reißt er auch nicht so schnell. Das haben wir dem Öl auch mit zu verdanken. Und wenn wir ihn dann weit genug ausgerollt haben, geben wir den einfach in die Form. Ein bisschen eleganter als ich es hier löse. Und ja, krempeln den quasi so rein, dass wir einen schönen Rand haben. Wenn es ein bisschen ungleichmäßig ist, das ist alles nicht so dramatisch. Dann sieht man auch, dass er selbst gemacht ist. Und wenn der Rand ein bisschen absteht, das macht nichts. Hier seht ihr schön. Leicht andrücken, nicht zu fest, dass ihr den nachher später auch noch aus der Form rausbekommt. Wenn wir das gemacht haben, mit einer Gabel in den Boden ein paar Löcher reinpieksen. Das hat zwei Gründe. Zum einen backt es gleichmäßiger. Zum anderen geht unser Boden, da wir einen Hefeteig haben, nicht auf und ihr habt da nachher Luftblasen drin, der euch die ganze Masse sonst wohin drückt. Anschließend geben wir unsere Zwiebeln und Speck hinein, verteilen diese schön, natürlich die Pfanne noch schön auskratzen, es wird nichts verschenkt. Wie gesagt, alles schön gleichmäßig verteilen. Wenn ihr die Zwiebeln und Speck vorher anzieht, braucht ihr den Löffel auch nicht zwingend, dann ist das Ganze ja auch nicht mehr heiß. Dann geben wir unsere Soße darüber. Einmal nochmal aufrühren, dass die ganzen Gewürze wieder verteilt sind und nicht nur auf dem Boden liegen. Einfach drüber gießen. Und ja, ist halt flüssig. Verteilt sich von selbst. Da braucht dann immer großartig was machen. So sieht das Ganze dann aus. Wenn euer Zwiebelkuchen vorbereitet ist, der wandert jetzt für gute 30 bis 40 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Backofen. Guckt da immer wieder ein bisschen rein. Und wenn der goldgelb gebacken ist, so wie wir es eingangs des Videos gesehen haben, holen wir den Kuchen raus, lassen ihn ein bisschen auskühlen. Sobald er auch nur noch warm ist, nicht mal ganz so heiß, ist er auch schön schnittfest. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Wenn ihr Anregungen habt oder Fragen habt, stellt diese gerne in den Kommentaren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Habgis raus und ciao.